weiter geht's. Das nächste, was wir haben, ist unser Abschäumer. Und der ist tatsächlich neu. Den konnte ich noch gar nicht sehen, irgendwo bei Aquamedic auf der Seite, weil der ist tatsächlich eine komplette Neuentwicklung, eine neue, ja, also sprich eine neue Produktion. Wird auch gerade erst jetzt so im Nachhinein, wenn das Yasha verkauft wird, kommt es dann demnächst in den Shop rein. Wie funktioniert das Ganze? Das ist ein motorgetriebener Abschäumer. Wir haben hier oben unser Reservoir mit einem schönen Deckel, mit der Entlüftung drauf. So. Und dann haben wir hier so einen komischen Ring. Dieser Ring ist dafür da, um diese Aufnahme hier dementsprechend auf Position zu halten. So, die schiebe ich jetzt mal drüber, mache den Ring drauf und kann anhand der Stellung des Rings dann die Höhe des Abschäumers bestimmen. Wie hoch das sein muss, werde ich noch rausfinden, weil das Ding ist so neu, da ist noch nicht mal eine Bedienungsanleitung für online. Die entsprechende Seite, blende ich euch mal kurz mit ein, ist da, aber die Bedienungsanleitung noch nicht. So, was haben wir weiter? Wir haben hier einen kleinen PVC-Schlauch. Kann man kürzen, kann man in der Länge lassen. Ich würde ihn erstmal in der Länge lassen. Dann haben wir hier einen Schalldämpfer. Der wird hier schon mal verbaut. Und dann haben wir in der Aufnahme hier, ich mache nochmal den Yumi ab, hier in der Aufnahme haben wir zwei Durchreichen. Einmal für den Strom von der Pumpe, weil es ist ein Motorabschäumer, und einmal für den PVC-Schlauch. So, den können wir hier reindrücken und können das Ganze dann anbringen. Da, wo wir es haben wollen. Schieben wir mal zusammen. Zack, zack, zack. So. So, kommen wir zu einer Kleinigkeit, die nicht ganz unwichtig ist. Der Motor hier ist ein 12 Volt, lass mich nicht lügen, ich glaube 12 Volt dürfte es gewesen sein. Ja, die DC Runner war 24 Volt und das ist ein 12 Volt geregelter DC Motor. Kommt genau so. Ja, seht euch mal an, hier ist die Öffnung, da ist auch die Aufnahme vom für den Diffusor. Und das allererste, was wir machen müssen, verdrehen. Beziehungsweise hier gibt es eine Aufnahme, die ich euch zeigen muss. Abziehen. Und hier ist tatsächlich, blende ich euch auch noch separat mit ein, so eine Art Halterung, dass das Ganze nicht zu sehr verdreht wird oder genau auf der Position ist, wie es sein soll. Sagen wir es mal so. Weil hier oben ist eine Öffnung drin und das sollte sich nicht verdrehen. Das heißt also, wenn ich es einsetze, muss dieser kleine Stift auch in seine Führung rein. So. Stift in die Führung, dann haben wir aber immer noch das Ding da oben. Das können wir tatsächlich verdrehen und dürfen es auch. So, jetzt kommt der Motor. Hier unten haben wir zwei Öffnungen. Einmal die normale Öffnung, wo der Motor reinkommt und einmal natürlich die Entwässerungs- oder Auslauföffnung vom Abschäumer selber. Das geht relativ straff. Hier auch wieder das gleiche Prinzip. Ihr dürft ein kleines bisschen Kraft anwenden. Ja. Reinstecken das Ganze, so verdrehen, dass ihr hier seitlich den Schlauch anschließen könnt. So, und dann seht ihr schon, ihr habt ein bisschen Schlauch über. Je nachdem, wie hoch das Ganze ist, könnt ihr den, wie gesagt, kürzen oder auch nicht. Wir hätten jetzt noch die Möglichkeit hier. Moment, Moment. Gleich haben wir es. Diesen Schlauch in irgendeiner Form hier zu fixieren. Wir haben hier so eine Art Pad, wie ich es auch auf der Rückseite des Aquariums verwende. Damit kann ich den Schlauch im Prinzip... Moment, ich ziehe das mal ab und mache das mal. Kann ich den so fixieren, wie ich das gerne hätte. So, ich habe den jetzt hier so dran geklebt. Ob das jetzt so richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Und dann kann ich darüber dann dementsprechend das so machen, dass der Schlauch da reinpasst. Aber das ist gar nicht für den Schlauch gedacht. Ich Vollpfosten. Es ist tatsächlich fürs Stromkabel gedacht, vom Durchmesser her, um eine saubere Führung des Stromkabels zu gewährleisten. So, weil der Schlauch würde zu sehr gequetscht. Also, streiche Schlauch, setze Stromkabel.
Wobei wir den jetzt noch hier sauber dran vorbeiführen müssen, in die Führung hier rein. Klack, habt ihr gehört. Und dann können wir das hier oben dementsprechend sauber führen. Den legen wir einfach nur auf Seite. Wie gesagt, den könnt ihr noch ein kleines bisschen einkürzen, wenn ihr das wollt. Aber bei der Montage im Jascha habe ich gemerkt, ist es gar nicht notwendig, weil es einfach nur halt quer unten drunter unterm Deckel liegt. Also kein Problem. So, Deckelchen drauf und dann ist es fast fertig für den Einsatz im Jascha. Was heißt fast? Die Schrauben hier auf der Seite, die müssen raus. Weil das Ganze tatsächlich nur lose, locker im Schacht eingehangen wird. Wem das zu locker ist, der kann im Prinzip hingehen und hier vielleicht noch was zwischensetzen. Aber so ist es tatsächlich von Aquamedic gedacht. Das ist die Motoreinheit so, wie sie verbaut werden sollte. So, und dann haben wir natürlich noch, da es ja ein motorgetriebener Abschäumer ist und wir in irgendeiner Form regeln müssen, hier die entsprechende Regelung an sich. So, kann man auch nicht falsch rum einstecken. Wird zusammengesteckt, dann haben wir hier in der Mitte ein On-Off und ein Up-and-Down. Also sprich, mehr Saft, weniger Saft. Wie das Ganze tatsächlich im laufenden Betrieb aussieht, werden wir uns dann noch angucken. Gut, ich mache einen kurzen Schwenken, dann setze ich das Gerät wieder ein und dann geht's weiter. So, tatsächlich habe ich es gerade mal genau hingeschaut und blende ich euch auch nochmal separat mit ein. Ist nicht ganz so sinnvoll, das Ganze fest zu machen, aus dem ganz einfachen Grund. Das hängt ja in dem Überlaufsystem drin, was dann aus der ersten Kammer kommt. Also sprich, von der ersten Kammer geht es dann nach unten, wird hochgetragen und geht dann oben drüber. So, und genau da, wo dieser Überlauf ist, hängt auch der Abschäumer. Das heißt, wir sollten, müssen mal gucken, wie es von der Geräuschkulisse her ist, ob das vor der Höhe etwas eingestellt werden muss. Schauen wir mal. Wird bestimmt interessant. So, dann haben wir hier ein paar Kleinteile, die wir nicht brauchen. Und dieses Gerät hier noch. Dieses Gerät ist nicht für den Abschäumer gedacht. Ist tatsächlich dafür gedacht, dass wir den Multireaktor S hinten in die erste Kammer reinbringen. Dafür ist diese Aufnahme gedacht. Ist mit beigelegt worden. Wer dann halt in irgendeiner Form Absorber oder Kohle oder so einsetzen möchte, kann das dann da hinten in dieser Kammer mit dieser Halterung tatsächlich ohne Probleme realisieren. Ja, also legen wir dann auch mal zu den Teilen, die wir im Moment nicht brauchen. Ja, was haben wir noch? Ja, dieses hochtechnische Gerät hier. Tatsächlich geht es nicht einfacher. Und ist auch im Endeffekt so vorgesehen. Also grundsätzlich ist es so, dieses ist unser Heizstab. Unser Heizgerät. So, ich mache mal eben hier Saft drauf und hoffe, dass man das sieht. Ja, sieht man hier ganz leicht, ist eine rote LED an. Das heißt, das Gerät heizt. Und die gleiche LED ist dann dementsprechend auch grün, wenn die entsprechende Temperatur erreicht wird. Wir haben hier nichts dran einzustellen. Das ist ein fest installierter Heizer, der auf eine Wassertemperatur von 25 Grad eingestellt ist. Heißt, ich packe den rein, ich schließe den an und ich muss mich erstmal um nichts weiter kümmern. Kontrollieren sollte ich das Gerät trotz alledem, weil ich bin grundsätzlich ein misstrauischer Mensch und habe schon recht viel mit den, ja, ich sag mal, Probleme mit Heizstäben gehabt und deshalb gehe ich auch erstmal skeptisch an dieses Gerät ran. Es wird natürlich geprüft worden sein und ich werde es auch im laufenden Betrieb überprüfen mit einem zusätzlichen Thermometer. Aber ich gehe davon aus, dass das so funktioniert, wie sich die Firma Aquamedic das vorgestellt hat. Den könnt ihr reinbauen, wo wollt ihr. Ist jetzt die Frage, ist es sinnvoll in der Rückförderkammer weiter unten? Ist es sinnvoll im Einlauf? Da haben wir im Moment noch Platz. Also
Das Wasser wird ja dann da hinten mehrfach bewegt, wird mit Luft angereichert, kühlt dann wahrscheinlich wieder ein kleines bisschen ab. Also wäre es wahrscheinlich sinnvoll, irgendwo das Ganze im mittleren Bereich zu positionieren. In der Nähe vom Abschäumer bzw. dahinter. Werde ich dann dementsprechend so probieren, ob das funktioniert. Die Saugnäpfe halten erst unter Wasser richtig. Habt ihr wahrscheinlich im Eingangsvideo gesehen, dass das Ding dann mal auf der Seite hing, bei der einen oder anderen Einblendung. Aber erst wenn sie richtig feucht gemacht wurden, dann hält es natürlich da, wo ich den auch gerne hätte. Zusätzlich wäre es natürlich jetzt praktisch, wenn ich ihn irgendwo einsetzen könnte, wo ich auch sehen kann, dass diese Lampen arbeiten. So, da waren sie schon wieder, meine drei Probleme. Ich habe hier einen Sichtschlitz, ich habe auf der anderen Seite einen Sichtschlitz und würde das Ganze gerne in der Mitte einsetzen. Ob ich das jetzt sehe oder nicht, werden wir sehen, genau. Ich setze ihn einfach mal ein und dann gucken wir im laufenden Betrieb, was er kann und wie es halt im Endeffekt tatsächlich funktioniert. So, und last but not least möchte ich euch noch ein paar Kleinigkeiten zu dieser süßen Pumpe hier sagen. SmartDrift 3.1, ich glaube 4600 Liter schafft sie maximal, lässt sich über eine App dementsprechend programmieren. Wir haben hier aber auch die Möglichkeit, händisch feste Sachen einzustellen, die richtige Programmierung, unterschiedliche Strömungen, Stärken und Intensitäten und verschiedene Arten lässt sich natürlich nur über die App wirklich realisieren. Wir haben hier die Möglichkeit, hier hinten diese Aufnahme zu verdrehen und damit kann ich dementsprechend dann hingehen und kann verschiedene Winkel einstellen, die ich gerne hätte. Also sprich auch Strömung nach unten lässt sich realisieren oder so. Alles so, wie ihr das gerne wollt. Und jetzt habe ich ihn weggepackt. Da ist er. Hier ist noch so ein Saugnapf dran. Warum ein Saugnapf, wenn da sowieso das Ganze mit Magnet gehalten wird? Ja, der Magnet wird gehalten, aber der Saugnapf sorgt dafür, dass das Kabel auf Position bleibt. Wenn ich jetzt einen bestimmten Winkel nach unten haben möchte, wenn ich das Kabel jetzt nach oben verlege, ohne diesen Saugnapf, dann kann es sein, dass sich die Pumpe verstellt. So, dann habe ich den Winkel nicht mehr, den ich im Prinzip haben wollte. So, und dafür ist dieser Saugnapf gedacht. Ganz normal, bei dieser Glasschacke kein Problem, diese kleine Pumpe. Und Thema Verbindungsroutine etc., wie gesagt, ist in meinem Video von der Vorstellung der Pumpe. Das ist kein großes Hexenwerk, ihr solltet halt nur darauf achten, dass die entsprechenden Punkte beachtet werden. Ja, nee, ist klar. Sobald ich das Gerät einschalte, muss die Pumpe unter Wasser sein dafür. Die darf nicht trocken laufen. Ganz wichtig. Also ich kann die jetzt hier im Moment nicht machen, die Verbindungsroutine. Und das Ganze muss in einen entsprechenden Modus geschaltet werden. Blende ich euch noch kurz mit ein, wie das Ganze auszusehen hat beim Verbindungsmodus, damit auch das Gerät gefunden werden kann. Ja, also dieses WLAN-Symbol muss blinken und da darf nichts weiter daneben stehen. Und wenn das gegeben ist und ihr einen dementsprechenden Router bzw. einen Access Point so eingestellt habt, dass keine 5 GHz eingestellt sind, also das Endgerät, auf dem ihr verbunden seid, darf nicht mit 5 GHz verbunden sein. Das heißt, ich habe mehrere Zugangspunkte hier und diesen Zugangspunkten muss ich dann halt die 5 GHz ausschalten auf 2,4 und ich muss mich mit dem Handy mit diesem Zugangspunkt verbinden. Das gewährleistet ist, dass ich auch tatsächlich eine 2,4 GHz Verbindung habe. So, dazu dann noch die Einstellung am Controller, wo dann halt das WLAN-Symbol blinkt. Ohne dass da irgendwas daneben steht, da gibt es nämlich noch einen AP-Modus, der ist uninteressant, den brauchen wir nicht. Dann funktioniert die Verbindungsroutine. Gut.
Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, wir haben soweit alles, habe ich erstmal grob erklärt, was jetzt hier drin verbaut wurde. Nee, habe ich nicht. Tatsächlich habe ich hier oben drin noch die ATO von Tunze verbaut. Dementsprechend das Ganze auf der Rückseite habe ich euch eben ja gezeigt mit der Verschlauchung. Wie die Pumpe von Tunze funktioniert etc. gibt es auch dementsprechend unten einen Link in der Infobox. Zur Vorstellung, Problembehandlung etc. pp. Alles in dem Video drin. Ja, dann würde ich sagen, heute ist Karfreitag und morgen am Samstag fahre ich zum Norbert und dann gehe ich die Einrichtung für dieses Becken holen. Und da könnt ihr gespannt drauf sein, das wird was ganz Besonderes. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich denke, das Video für die Erstinstallation war jetzt schon mal lang genug. Sollte ich was vergessen haben, holt es im nächsten Video nach. Schreibt es mir dann drunter, wenn ihr irgendwelche Fragen, Sorgen, Nöte oder ähnliches habt. Ich werde es definitiv dann im nächsten Video nachholen. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Viper.